weiter, Schwede! Also ganz interessant, die Speed-Tüppel ist alltagstauglich. Auch was die Motorenwerte, Beschleunigungswerte etc. angeht, das ist jetzt keine brutale Bestie. Nach 16 Jahren wird der Hubraum vergrößert, es gibt ein neues topmodernes Fahrwerk, neues Design und aktuelle Elektronik. Kurzum, die 2021er Version wurde komplett neu aufgelegt. 30 PS mehr Leistung, 10 Kilo leichter und 110 Kubik mehr Hubraum. Mit solchen Daten setzt die 2021er Speedy neue Maßstäbe in ihrer Klasse. Zielgruppe ist der normale Alltagsfahrer, so wie ich, aber auch Biker, die Ambitionen für die Rennstrecke haben. Die Briten geben also ordentlich Gas und bringen die stärkste und leichteste Speed Triple aller Zeiten auf den Markt. Die Ausstattung im Detail, der Euro 5 Sound und natürlich meine persönlichen Fahreindrücke seht ihr in diesem Video. Die große Frage, ist das noch eine Speed Triple? Angetrieben wird die Speed Triple 1200 RS Triumph typisch durch einen Dreizylindermotor mit 1160 Kubikzentimeter. Das Aggregat leistet 180 PS bei rund 10.750 Umdrehungen. Das maximale Drehmoment liegt bei 125 Newtonmetern, die bei 9.000 Umdrehungen anliegen. Fahrfertig wird das Gewicht mit 198 Kilogramm angegeben und in den Tank passen rund 15,5 Liter. Zum Fahrwerk. Auf ein elektronisches Fahrwerk hat Triumph verzichtet, dafür aber ordentlich ins Öhlingsregal gegriffen. Vorn arbeitet eine Upside-Down-Gabel mit einstellbarer Vorspannung, Druck und Zugstufe. Hinten natürlich auch Öhlins, ein Doppelrohr-Federbein mit einstellbarer Vorspannung, Zug und Druckstufe. Bei der Bremsanlage haben sich die Briten für Brembo entschieden und auch hier nur das Beste ausgewählt, nämlich Brembo Stylema. Vorn gibt es Stylema Monoblock Radialsättel und eine schwimmend gelagerte Doppelscheibe mit 320 mm Durchmesser. Hinten arbeitet ein Brembo Doppelkolben Schwimmsattel und eine Scheibe mit 220 mm. Mit 17.500 Euro könnt ihr euch den Spaß an einer Speed Triple RS 2021 kaufen. Die Überführungskosten kommen aber noch dazu. Die Griffheizung schlägt mit 215 Euro zu Buche, LED-Lauflichtblinker kosten 120 Euro das Paar und das Reifendruckkontrollsystem liegt bei 250 Euro. Ganz jungfräulich, ich glaube gerade mal 60 Kilometer runter, die Triumph Speed Triple 1200 RS aus dem Jahr 2021. Triumph selber sagt, es wurde fast alles an dem Motorrad erneuert. Seit 1994 gibt es die Speed Triple und das hier ist nicht nur ein Facelift, sondern tatsächlich eine sehr, ja, genaue und umfangreiche Erneuerung. Die sieht schon mega geil aus mit diesen beiden Scheinwerfern, alles in Voll-LED-Technik, RS, ja, dieses Gesicht sieht mega aggressiv aus. Die goldenen Upside-Down-Gabelelemente, dann hier der Dreizylinder, 1200, schön auch in dem Grau mit diesem etwas neongelben Akzent, sehr sportlich. Auch hinten natürlich Voll-LED-Technik und hier drin, das ist wirklich, oh, erste Sahne, guckt euch das an. Öhlins Triumph, einstellbar, ja, super, also die macht wirklich echt was her. Der Dreizylinder wurde von Triumph nicht nur ein bisschen verändert, sondern wirklich komplett, ja, fast neu entwickelt. Euro 5 Norm ist nur ein Punkt und das haben die Briten echt gut im Griff. Hört euch das an.
vom Sitzen her. Ich bin 1,89. Ja, da ist jetzt, sage ich mal, nicht optimal, das geht. Lenker ist breit genug, Kniewinkel so lala, weil die Fußrasten hinter sind besonders. Große Füße dürftet ihr nicht haben, also auf jeden Fall mal Probe sitzen. Aber es fühlt sich gut an. Die Spiegel sind natürlich auch wirklich Hammer, sehr schön. Dann machen wir die Triumph mal an. Das System fährt hoch. Es ist wie bei vielen modernen Motorrädern eine ganz, ganz moderne IMU an Bord mit Gyrosensor, Beschleunigungssensoren und so weiter und so fort. Und da seht ihr in den 5 Zoll TFT-Bildschirm, der super aufgeräumt ist. Also vom Design gefällt mir das total gut. Sieht echt schick aus, sportlich mit dem roten Drehzahlbereich, der dann so ein bisschen ins Rot bis 14.000 changiert. Sieht toll aus, sehr aufgeräumt. Die Bedienung auf der linken Seite haben wir hier einmal den Tempomaten, natürlich Lichthupe, Blinker ist klar und das M. Das ist ganz wichtig, da drückt ihr einmal rauf und schon könnt ihr ganz bequem in die Riding Modes gehen. Dafür gibt es hier so einen kleinen Joystick, der wird einfach bewegt und schon kann man hier, auch während der Fahrt ist das bedienbar, durch die Riding Modes durchschaffeln. Es gibt den Sportmodus, Track, dann Rider, Rain und Road und dann habt ihr noch einen eigenen Modus, wo ihr euch alles selber einstellen könnt. Einmal raufdrücken, wir nehmen jetzt mal den Sportmodus auf den Joystick. Und schon geht's zurück und der Sportmodus ist eingeschaltet. Auf der rechten Seite gibt es die Home-Taste und damit kommt ihr in das Menü. Und da könnt ihr dann alles mit diesem Wege-Joystick einstellen. Also Helligkeit, Thema, Einheiten, Gangwechsel, sogar euren Fahrernamen. Dann habt ihr hier die Fahrhilfen, Kühlmittel, Warnungen, Inspektionen. In der nächsten Ebene Typ Laptimer für die Rennstrecke, Kraftstoffstatus und ihr könnt serienmäßig hier euer Handy koppeln, habt eine Navigation dann über Google, könnt eure Musik hören oder man kann sogar eine GoPro anschließen. Also wirklich sehr, sehr, sehr individuell zu erstellen und 5 Zoll TFT reicht völlig aus. Ansonsten, ich fühle mich sehr wohl und denke, jetzt sollten wir eine Runde fahren. Super windig heute, aber schaut euch das an, der Raps. Herrlich. Okay, wir gucken mal. Einmal auf M drücken, Fahrprogramm, Sport, Track, Rider, Rain, Road. Einmal bestätigen. Und wir sind im Road Riding Mode. Okay, wie fühle ich mich auf der Speed Triple RS? Richtig gut. Die Speed Triple hat ja einen relativ kurzen Radstand. Aber dafür geht sie in den Kurven wunderbar. 30 PS mehr Leistung und 10 Kilogramm weniger. Das merkt man natürlich. Oh, der Quickshifter ist unglaublich. Guckt mal. Man bekommt da gar nichts mit. Als sei das eine Automatik. Super, super soft. Schalten wir mal auf den Sportlevel. Joystick, Sport, drücken, bestätigen, Gas weg. Genau, das ist ja überall so. Drin sind wir. Alter Schwede! Also ganz interessant, die Speed Triple ist alltagstauglich, auch was die Motorenwerte, Beschleunigungswerte etc. angeht. Das ist jetzt keine brutale Bestie. Sobald ihr aber in einen höheren Drehzahlbereich kommt, kommt noch mal richtig was. Das macht mega Laune.
Vom Fahrwerk her würde ich sie, ja, als vielleicht minimal zu hart eingestellt betiteln. Das ist aber kein Problem. Es gibt hier zwar kein elektronisches Fahrwerk, aber natürlich die besten Komponenten, die es so am Markt gibt. Ein schönes, voll einstellbare Öhlins-Fahrwerk. Und da muss man sich halt dann mit beschäftigen, wie man sich das am besten einstellt. Für die absoluten Profis ist das dann natürlich letztendlich eine Sache für die Rennstrecke. Ja? Aber die einen sagen, sie ist zu hart, die anderen sagen, sie ist zu weich. Für mich minimal zu hart, aber nicht so, dass es stört. So, jetzt habe ich mal den Tempomaten eingeschaltet. Hier an der Taste, ganz simpel, Set. Und dann könnt ihr entweder hier die Geschwindigkeit erhöhen oder niedriger machen. Ich finde das ja zu bequem, so ein Tempomaten. Viermal grüßt keiner. Das habe ich selten erlebt. Eine Anti-Grußtruppe. Und dann schauen wir mal, was macht das ABS? Ja, das regelt, aber so fein, dass man überhaupt kein Pulsieren merkt, sondern man merkt einfach nur, dass die Bremsleistung minimalst nachlässt. Ja, hört euch den Klang mal an beim Fahren. Super. Ich muss sagen, ich fühle mich hier richtig wohl und ich kann mich noch gut erinnern, als ich meinen Fahrbericht zur Kawasaki ZH2 gemacht habe. Da habe ich, ja, wie soll ich sagen, da hatte ich schon so ein bisschen etwas größere Ehrfurcht, ja, 200 PS Kompressormotor und nicht so viel Fahrhilfen, aber hier bei der Speed Triple 1200 RS, die ist halt wirklich handelbar, auch in den Kurven, obwohl sie so einen kurzen Radstand hat, ist das Fahrwerk echt wunderbar und man fühlt sich sofort irgendwie wohl auf der Maschine. Das Display ist echt super übersichtlich. Das muss ich echt sagen. Ja, nicht viel drauf. Tankanzeiger jetzt, weil ein bisschen wenig Sprit drin ist. Drehzahlmesser. Ja, Geschwindigkeit, Ganganzeige, Uhrzeit, Außentemperatur. Punkt. Reicht auch. Den Rest findet man im Untermenü. Auch die Elastizität, wenn ihr mal guckt, wir sind jetzt im Sportmodus, sechster Gang, voll den Hahn durchziehen, wie die geht. Und jetzt auch noch ein bisschen fahren, wird es für mich jetzt im Kreuz oder vom Sitzen her nicht unkomfortabel, obwohl ich ja fast 1,89. Das ist trotzdem angenehm. Die Speed Triple 2021 ist ja nochmal erwachsener geworden. Triumph sagt ja, eine völlige Neukonstruktion in vielen Bereichen. Aber hat ihre DNA, seit 94 gibt es die Modellreihe, nicht verloren. Schon die alte Speed Triple war ausstattungsmäßig absolut auf der Höhe der Zeit. Mit dem 2021er Modell hat Triumph nochmal ordentlich nachgelegt. Doch nicht nur in Sachen Elektronik kann die schicke Britin überzeugen und sich in der sogenannten Hypernaked-Liga bewähren. Ein nochmals stärkerer und in fast allen Drehzahlbereichen bissiger Motor. Im Gewicht ordentlich abgespeckt und im Design der Grundlinie treu geblieben. In einem Satz, die Speedy platziert sich optimal im oberen Drittel der Klasse und wird ihre Fans wie eh und je finden. Und so beantworte ich die Eingangsfrage ganz deutlich. Ja, es ist noch eine Speed Triple.